aber da, das habe ich vielleicht mit Herrn Trump gemeint, weißt du? Ich glaube auch, der hat auch alle paar neue Ideen und findet die auch immer richtig geil. Also ja, ja. Also Impulskontrolle ist nicht das, was Herrn Trump und auch nicht dich erste Eigenschaft. Podcast Day. Ein herzliches Willkommen in die Welt daraus. Es ist der 20. Januar, es ist 2019. Ich muss mich noch dran gewöhnen, ich habe es noch nicht wirklich drauf. Und heute ist wieder P-Day in altgewohnter Form, ohne Publikum, ohne Weihnachtshörspiel, ohne sonst irgendetwas und vor allem mit meinem lieben Freund Alex. Alex, melde dich. Hallo Patrice. Ja, eventuell, ich weiß nicht, wir werden es auch erst nach der Aufnahme wirklich feststellen können, klingen wir heute ein bisschen anders, denn wir haben die Aufnahmekonstellation ein bisschen variiert. Das stimmt. Eine Sache, die Alex schon sehr früh und oft moniert hat, dass ihm die Aufnahmequalität nicht gefallen hat, wo ich dir grundsätzlich einmal recht gegeben habe, es mich aber nicht gestört hat, weil ich jemand bin, der eine wahnsinnig hohe Frustrationstoleranz hat. Das ist wirklich so. Ich finde mich ab, ich bin ein Abfinder. Ich weiß nicht, wie du dich nennen würdest. Bist du ein Optimierer? Ja, ich bin ein Optimierer, aber es ist ja auch das, was uns beide zu einem unglaublich guten Team macht. Du baust halt Schienen ziemlich gerade zum Ziel. Und wenn du verhinderst halt auch, dass ich quasi zwischendurch noch einmal in die Walachei und dann noch einen Abstecher nach Sibirien, aber von da aus noch nach Hawaii die Schienen bauen will, und dass wir dann zwischendurch einfach gar keinen Treibstoff mehr haben, das verhinderst du, weil ich bin ein Optimierer und baller dich, glaube ich, eigentlich mindestens einmal die Woche mit einer neuen Idee voll. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut, dass du da ganz entspannt bist und dich zum Glück nicht genervt bist, hoffe ich, und einfach auch oft Nein sagst, weil oft Nein auch richtig ist. Naja, in guten Wochen höre ich nur einmal von dir mit einer unbeschreiblich, was du für ein Vulkan von Ideen bist. Also darauf kann man sich verlassen, das ist wirklich toll. Du arbeitest offensichtlich auch zu anderen Zeitpunkten als ich. Ich bin ganz konzeptionell, ich setze mich hin und dann mache ich mir Gedanken und dann ist Kreativität bei mir ein gesteuerter Prozess und das funktioniert auch, das ist auch gut. Bei dir kommt es mir so vor, als ob du von der Kreativität geradezu immer wieder überrannt wirst. Also ob die Muse dich abküsst, während du im Bus sitzt. Ja, das ist auch wirklich so. Ich weiß auch nicht. Manchmal kann ich sehe irgendwas und dann habe ich gedacht, ja, oh ja, unbedingt. Also jetzt, das ist die Idee. Also, vor allen Dingen, das Schöne ist ja, es ist immer dieses Gefühl, und dafür bin ich unglaublich dankbar, es fühlt sich immer wie die Idee des Jahrhunderts an. Immer. Es ist wahrscheinlich nie die Idee des Jahrhunderts. Es sind oft gute Ideen dabei, aber es fühlt sich immer großartig an. Das, ich glaube, allein deswegen bin ich schon so ein zufriedener Mensch. Ja, das mag wohl sein und das macht dich, glaube ich, wirklich auch manchmal für deine Umwelt ein bisschen schwer erträglich. ja, also nicht, dass du ein zufriedener Mensch bist, um Gottes Willen, sondern du kommst mit einer wahnsinnigen Naivität manchmal an und das ist aber ungefiltert. Das ist aber positiv zu sehen. Also, weil es gibt ja ganz viele Leute, die sich nicht trauen, auch nur einen kreativen Gedanken zu äußern, weil sie vorher schon 28 Einwände haben. Ach nee, das mögen die Leute nicht. Ach, das ist wahrscheinlich doof. Nee, lustig ist das, glaube ich, nicht. Und deswegen kommen die mit nicht einer Idee. Du hast keinen dieser Filter. Du findest alles großartig, brechend komisch, unheimlich würdig in die Welt hinausgetragen zu werden und so weiter. Und deswegen ist es schon mal draußen. Du hast genauso eine schlechte Quote wie jeder andere Mensch. Das bedeutet einfach, von 30 Ideen sind halt einfach nur 2 gut. Aber du hast alle 30 formuliert. Und die anderen sagen vielleicht eher sogar bei 30 Ideen, bei 29. Oh nee, die sind nicht gut und trauen sich nur eine zu formulieren. Also das ist der wesentliche Unterschied. Ich bin sozusagen der ausgelagerte Filter von dir. Ich weiß nicht, was deine Mutter falsch gemacht hat oder richtig gemacht hat. Es kann beides sein. Aber ich glaube, sie hat viel richtig gemacht. Irgendwas ist dann nicht
in die ich hineinerzogen worden. Ich muss halt sagen, ich finde das ganz, das Geplänke gerade ganz nett. Ich finde, ich komme ein bisschen zu schlecht dabei weg, weil ich gar nicht. So viele schlechte Ideen sind es gar nicht. Aber ein bisschen Filter. Ja, genau. Ein bisschen Filter tue ich schon vorher. Aber es stimmt schon. Ich bin sehr begeisterungsfähig für meine eigenen Ideen auch und für andere Ideen. Und ich glaube halt auch oft, dass man beim Machen die Sachen noch geiler machen kann. Deswegen muss man halt einfach erst anfangen. Damit hast du vollkommen recht. Und übrigens die Bezeichnung, die du mir zugeschoben hast am Anfang, das ist für mich nicht neu. Das kenne ich von meinen Partnern, also von meinen Geschäftspartnern. Ich bin ja seit 20 Jahren selbstständig. Die von mir auch sagen, Patrice, wenn man dir einen Auftrag überträgt, dann bist du wie auf Schienen. Dann läufst du und du läufst dieses Ziel an und du machst das einfach. Ist manchmal ein bisschen nervig, weil du uns nicht sagst, an welcher Haltestelle du gerade bist. Aber wir bräuchten dich auch gar nicht fragen und du kommst im Ziel an. Das ist keine Frage. Das finde ich ganz lustig, weil meine Erwartungshaltung an Leute, die mit mir arbeiten, ist eigentlich genau die, dass ich sage, wieso, ist doch dein Job. Wieso fragst du mich denn jetzt? Hör doch auf, mich zu fragen. Mach das zu Ende und am Ende wird schon gut sein. Und wenn ich es scheiße finde, ist es deine Verantwortung. Und damit können ganz wenige Leute leben. Also ich bin überhaupt kein Teamplayer, obwohl wir beide gut zusammenarbeiten. Aber ich bin eigentlich kein Teamplayer, sondern ich bin eigentlich ein Autist, der aber eine gewisse Begabung für Abstimmungsprozesse hat. Merkst du auch. Gibt es dieses Krankheitsbild? Okay, wie ist dann mein Krankheitsbild? Du bist Autist mit einer Inselbegabung für Abstimmungsprobleme. Für Abstimmungsprozesse, bitte. Prozesse, ja. Okay. Genau. Und ich bin... Du hast ein positives Tourette. Du bist ein unkontrollierter Rausblaser, aber im positiven Sinne. Also eben kein Tourette, das ja üblicherweise eben Schimpfwörter oder schmutzige Wörter sind, sondern bei dir kommen eben positive Ideen aus. Positives Tourette hast du. Das stimmt. Ich möchte nur einmal noch zu meiner grundsätzlichen Verteidigung sagen, ich habe trotzdem eine ganz gute Umsetzungsquote bei den Sachen, die ich mache. Das ist eine super Umsetzungsquote. Nein, ich finde manchmal, das klingt so, ich weiß, dass das auch für einige Menschen anstrengend ist, wenn ich halt sage, übrigens, ich weiß letztens zum Beispiel auch Piero, unser Cartoonist, unser Vorleser aus der Weihnachtsgeschichte, der Cartoonist, ja, den nutze ich auch ganz gerne mal als Ping-Pong-Partner und den hatte ich auch letztens versucht anzurufen und dann hat er mir zurückgeschrieben, bin gerade in der Bahn, kann mich telefonisch nicht gut erreichen, hast wieder eine neue Idee und so einen verrückten Smiley. Habe ich gedacht, und ja, hatte ich. Also ich bin da ein bisschen berechenbar, in der Unberechenbarkeit. Aber genau, ich denke, genau mit dem letzten Jahr haben wir ja auch wieder gezeigt, die Jubiläumsshow mit 250 Leuten, die da gekommen sind und die wirklich schön war, insgesamt, auch mit ein paar Ditschern, aber insgesamt war sie super. Doch, da bin ich auch sehr stolz drauf, ich würde sagen, ich hatte da ein ganz großes Problem, als ich so Anfang, Mitte 20 war. Ich habe aber mittlerweile die Quote von Ideen zu umgesetzten Ideen deutlich verbessert. Und du hast einen guten Freundeskreis gesucht, die dich strukturieren. Ja, das stimmt. Wobei, es ist ja ein Geben und ein Nehmen. Ne? Also das hat meine Mama mal zu mir gesagt, dass ich, lieben Gruß an meine Mama aus Griechenland, dass ich das von meinem Vater habe. Sie meinte auch, dein Vater hatte auch immer jemanden im Schlepptau und der konnte die Leute auch immer, wie du, für Sachen begeistern. Ich verstehe gar nicht, warum die immer mitmachen. Ja, genau. Das versteht meine Frau manchmal auch nicht so. Ja. Ganz ehrlich, manchmal schaut Hanna mich also Alex wieder. Und dann, also ich bin ja meistens ganz ruhig. Und Tanja dann so, also ich hätte an der Stelle wäre genervt. Und sage ich, na, ich bin mit ihm befreundet, ich bin nicht genervt. Alles gut. Oh. Sie mag dich sehr gerne, das weiß ich. Ja, aber sie ist ein ganz ehrlicher Mensch, lustigerweise. Und bei solchen Sachen ist sie auch nicht schwer zu lesen. Und sie sagt ja auch, das ist ja auch gut. Sie sagt auch mir ganz offen, wann sie genervt ist von mir. Und das, genau, wie gesagt, das hilft meinem Autismus, Nein, weil ich im Menschenlesen nicht immer so stark bin.
Ich kenne genau, die Situation so nicht. Genau. Wut. Ja. Enttäuschung. Genau. Verstehe ich nicht. Probieren ich habe dir doch nur gerade sachlich gesagt, warum du versagt hast. Ja, genau. genau. Sehr nett. Probieren wir, so, die Struktur zurückzufinden. Wir machen ja schließlich heute wieder eine P-Day-Show. Welttage. Ach, ja, ist dir was aufgefallen? Oh. Du bist dran. Ich bin dran. Ja, ja, dann fangen wir doch ganz nett an. Mir ist der Penguin Awareness Day aufgefallen. Das ist wirklich nett. Gibt es jemanden, der keine Pinguine mag? Ich weiß es nicht. Ich glaube bestimmt, weil die werden ja auch getötet. Aber grundsätzlich finde ich Pinguine super. Ich bin natürlich auch geprägt durch viele Zeichentrick- und Animationsfilme mittlerweile. Aber ich glaube, ich mochte die auch schon immer. Die sind irgendwie so ästhetisch. Aber der Penguin Awareness Day, also ich wollte gleich auch noch mal ein paar Fun Facts über Pinguine verraten. Oder ich stelle dir einen Pinguin-Quiz. Aber der Penguin Awareness Day ist auch dafür da, dass jeder sich mal überlegen kann, welches ist sein Lieblingstier? Das hatten wir schon mal, ne? Dein Lieblingstier ist ja der Drache. Das ist so, ja. Was soll ich denn machen? Die Tatsache, dass es ihn nicht gibt, halte ich für absolut, oder das ist nicht wichtig. Das sagt auch viel über dich aus. Oder? Ja. Genau. So. Genau. Meins ist der Eisbär. Das ist auch ein nettes Tier. Also es ist überhaupt kein nettes Tier. Es ist das gefährlichste Landraubtier, was wir überhaupt haben. Ne? Also das ist, und Robben finden Eisbären ausgesprochen entsetzlich. Aber es ist natürlich auch ein sehr tolles Tier. Es ist ein sehr kräftiges, schon beeindruckend. Wirklich mal, finde ich cool. Erzähl Fun Facts von Pinguinen. Also jetzt einmal ein Fun Fact, wobei ich bin mir nicht ganz sicher, aus welcher Sprache der erste. Also der Name Pinguin leitet sich von Pen Gawain ab. Ich bin nicht sicher, ob das aus Altenglisch ist oder was. Das heißt weißer Kopf. Aber auch der lateinische Begriff Penguis, das übersetzt Fett heißt, spielt bei der Namensgebung eine Rolle. So, und jetzt kann ich dir mal eine Frage stellen. Wie klein ist der kleinste Pinguin, also die kleinste Pinguinart? Also die kleinste Pinguinart ist der Zwergpinguin, ne? Ja. Ja, das weiß ich. Wie klein die genau sind, weiß ich nicht. Also mir bekannt, also nicht jetzt namentlich, aber ich würde so schätzen, sind so 12 schätzungsweise unterschiedliche Pinguinarten. Ich kriege die nicht alle zusammen und der Zwergpinguin ist der kleinste. Und ich würde schätzen, dass ich hätte ihn immer so geschätzt, so eine Spanne. Also so eine Handspanne. So? Eine Handspanne? Ja. Also deine Handspanne oder meine Handspanne? Naja, im Rahmen halt ist doch wurscht, ob die jetzt 3 Zentimeter größer ist oder also kleiner. Nein, aber sie sind ein bisschen größer. Also sie sind 30 Zentimeter groß. Also ich weiß nicht, wie viel. Wäre ich bei 20 gewesen eher so, ja genau. Echt? Deine Hand ist 20 Zentimeter groß? Eine Spanne? Das musst du mal nach. Ich glaube nicht. Ehrlich? Aber nee, ich glaube nicht. Ich glaube, deine Hand ist, ich finde von 50 Zentimeter. Ach Mann, wo habe ich den Geo drin? Und der größte Pinguin? Müsste Kaiserpinguin sein. Richtig. Und die sind groß. Die sind, lass mich mal schätzen, das würde 3, ich schätzen. 50. Nee, das nicht. Also die sind unter einem Meter, würde ich sagen, aber knapp dran. Also ich sag mal so 85. Ja, die sind bis zu 1 Meter groß. Also das ist, da bist du doch sehr. Also du bist ja bei beiden bist du sehr gut gewesen. So, dann kommt die nächste tolle Frage über die Pinguine. Aber nee, jetzt gibt es noch einen Funfact. Pinguine haben tatsächlich Federn. Wusstest du das? Nee, das wusste ich nicht. Die sind extra kurz und bilden ein sehr dichtes Gefieder, das auch wasserabweisend ist. Ich hätte das für Fell gehalten. Also ich weiß, dass es eben Vögel natürlich sind, wissen wir ja, und ich weiß, dass es Wasservögel sind, dass es eben flugunfähige Vögel sind. Da gibt es ja mehrere, also der Vogelstrauß zum Beispiel, ist ein Laufvogel, aber auch flugunfähig. Ich finde, der Pinguin ist für mich immer so ein Sinnbild dafür, was, also ein Pinguin an Land ist wahnsinnig tollpatschig, bewegt sich schlecht, sieht irgendwie deplatziert aus. Ein Pinguin im Wasser ist ein Pfeil.
und ist perfekt angepasst an diese Umgebung. Und ich finde, das zeigt, das ist für mich sinnbildlich für die Sache, wenn Menschen in falschen Umgebungen sind, dann sind sie da auch nicht gut drin, weil sie da nicht gut für gebaut sind. Also wenn du einen sehr kreativen Menschen beispielsweise in einen Job steckst, wo er nicht kreativ sein darf, dann wird er dann nicht glücklich und nicht gut sein. Aber sobald du ihn in seine Form des Wassers sozusagen setzt, um in dem Bild vom Pinguin zu bleiben, wird er sich zu wahrer Größe aufschwingen können. Da sind die Pinguine für mich, sind das so Sinnbilder sozusagen. Sie hörten im Hintergrund Hobbs, der zugestimmt hat. Yeah. Das war ein Gag. Ja, dann Hobbs, noch zwei schnelle Fragen. Bis zu wie viel Grad Minus halten Pinguine aus? 50 Grad. 70? Wow. Ihre Fettschicht und das Gefieder schützen vor dem Auskühlen. Genau. Schnee schmilzt zudem bereits auf dem Gefieder. Es wird durch eine Öl- und Wasserschicht abgedichtet. Ich weiß, dass die ganz wenig, die haben, glaube ich, nur eine zentrale Vene, die durch die Füße läuft, damit die Füße nicht zu warm werden, weil wenn die Füße nämlich warm würden, dann würde unter den Füßen das Wasser, das Eis tauen und dann würden sie sofort festfrieren. Ach, ja, okay, stimmt. Das wäre doof. Deswegen haben die immer kalte Füße, sind also keine guten Partner für Frauen im Bett. Ja, haben die Betten, aber die sind treu, oder? Die bleiben bei ihrem Partner ihr Leben lang, oder? Ah, das weiß ich nicht. Es gibt eine Sache, das kommt ein Funfact von mir, es gibt eine Pinguinart. Ah, da komme ich auf den Namen nicht. Die haben einen ganz komplizierten Namen mit Ali, Bumi, sonst irgendwas, Pinguin. Die bauen ihre Nester aus Steinen, sind aber in einer Umgebung, kommen ja nur auf der Südhalbkugel vor, die Pinguine, sind aber in einer Umgebung, wo es relativ wenig Steine gibt. Also sind Steine viel wert. Und die Tatsache ist, dass die Weibchen, die für den Nestbau verantwortlich sind, Sex gegen Steine tauschen. Die sind Prostituierte. Und da finde ich, das zeigt doch auch unser Wirtschaftssystem wieder gut, wie wahllos und sinnlos Dinge Wertigkeit erhalten. Ja, super, oder? Bei den Pinguinen sind es Steine, ist überhaupt das dollste Ding, ist das wahnsinnigste Ding. Ja? Ist doch der Hammer, oder? Ja. Mein Hund zum Beispiel hält Stöcke für wahnsinnig wertvoll. Er hat recht. Es ist ja meine Lieblings-, also zumindest, ich mag ja auch, in Alf ist ja immer, habe ich glaube ich auch schon mal in einer Folge erzählt, es gibt ja in Alf, finde ich, also in der Serie Alf sind ja ganz viele Sachen, die man als, ich habe es als Kind gesehen und wenn man als Erwachsener das nochmal, da sind so kleine, nette Sachen drin und Alf sagt in einer Folge, ich verstehe euch gar nicht mit Gold, das ist bei uns nichts wert gewesen, das gab es überall. Schaum. Stimmt. Schaum. Ich sag nur Schaum. Okay, ja. Fand ich sehr schön. Ganz großartig, ja. Letzte Frage. Gerne. Pinguine sind echte Hochleistungstaucher. Wie tief können sie tauchen? Wow, das ist eine harte Frage. Also ich sag mal, was wird denn von so einem Apnoe-Taucher geschafft? Schaffen die 70 Meter? Also ich sag mal, ein Pinguin schafft 100 Meter. Mehr. Boah, wie viel? Soll ich warten? 500 Meter, jetzt habe ich es gesagt. Doch. Boah, allein dieser Druck von so einer 500 Meter. Geil, ne? Na ja gut, die sind ja wie eine Kanonenkugel, wie du sagst. Ne? Und wenn du, wie die da runterschießen. Ist ja der Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob die auch die Taucherkrankheit bekommen können. Ja, oder ob denen die Lunge platzen kann. Ich meine, du darfst nicht vergessen, das sind ja Lungenatmer, ne? Also das sind ja keine Kiemenatmer, also Wahnsinn. Vielleicht gibt es da so ein paar verrückte Viecher, die da einfach dann sagen, haha, 501, kein Problem. Wahrscheinlich haben die auch so einen Apnoe-Schlitten dabei. Ja, vielleicht. Und ist so, ich schaff doch einen Meter mehr. Und dann geht's runter. Ja, also Pinguine sind coole Tiere. Hast du, weißt du, was ich ganz Gruseliges gesehen habe? Ja. Pinguine wurden früher von Walfängern wurden die verheizt. Die Wale wurden an Bord der Walfang, also die Schiffe heißen ja auch Walfänger, also an Bord des Walfängers wurden die gleich zu Tran und Öl verarbeitet und dazu brauchte man immer Feuer im Kessel.
Und was es nicht gab, wie man sich vorstellen kann, ist Holz. Was es viel gab, ist Pinguin. Und es gibt Berichte, ganz schrecklich, wo die wirklich erzählen, dass sie die Pinguine massenweise einfach in den Ofen geworfen haben. Lebendig, der hat man nicht vorher getötet und so weiter. Grauenhaft. Der Mensch ist ein Abgrund. Es ist unerträglich. Unerträglich. Außer du weißt jetzt zufällig einen Welttag, der mich daran glauben lässt, dass das doch erträglich ist. Und soll ich noch einen ins Spiel bringen? Hm. Ja, komm, heute, wenn es sich wieder besser fühlen lässt. Heute ist der Cheese Lovers Day. Und dann ich liebe Käse. Ich gehöre dazu. Käse. Was ist dein Lieblingskäse? Das kann man so nicht sagen. Ich habe manchmal so eine Ziegenkäse. Wir haben so einen ganz tollen, also kann ich mal Werbung machen für alle, die in Hamburg wohnen und mal in der Schanze unterwegs sind. Also viele sind dann ja auch mal auf dem Schulterblatt. Brunos Käseladen gibt es schon seit Ewigkeiten. Bruno ist ein super geiler alter Typ. Der kann einen auch über alles beraten. Der Käse ist super lecker. Der hat alles Mögliche. Und im Sommer, also in den warmen Monaten, kann man da ganz tollen Flammkuchen essen. Der ist wirklich, wirklich lecker. Also, ich kenne den Laden echt. Ein guter Tipp. Vielen Dank. Ja, dann gehen wir da mal zusammen essen. Ne? Ja, wo ich doch auch Käse so gerne mag. Also ich bin auch ein großer Käsefan und kaufe jede Woche für viel Geld viel Käse ein. Sehr gut. Dann solltest du... Das ist eine wirklich tolle Empfehlung, der Laden. Und dann noch Zusatzempfehlung, wenn man da isst. Flammkuchen sind super lecker, aber was richtig lecker ist, ist wirklich der Salat mit Ziegenkäse. Also da kriegt man dann... Der Salat ist sehr lecker, so ein Balsamico-Dressing und dann machen sie noch so eine dünne Scheibe Brot und da backen sie so einen richtigen Ziegenkäse drauf, überbacken so, das ist sehr, sehr lecker. Klingt sehr, sehr, sehr gut. Cheese Lovers Day versöhnt mich wieder ein bisschen. Das ist viel, viel schöner. Ich habe auch noch einen Ehrentag. Ich habe eigentlich zwei Ehrentage und die möchte ich auch beide im Zusammenhang bringen. Zum einen ist heute der Welttag der Migranten und Flüchtlinge. Mhm. Das ist ein sehr aktuelles Thema. Bewusst auch diese beiden Sachen unterschieden, also der Flüchtling und der Migrant, also der Migrant, der ein neues Zuhause sucht, zu der Flüchtling. Also ich würde mal sagen, der Unterschied ist folgendes. Der Migrant ist die Bewegung zu etwas hin. Ich würde gerne nach Kanada migrieren. Der Flüchtling ist die Bewegung von etwas weg. Ich muss hier weg, weil mir eine Bombe auf den Kopf fällt. So ist meine Unterscheidung. Das ist nicht allgemeingültig, aber ich fand es so ganz gut, sich nochmal zu merken. Also beim Flüchtling kommt definitiv der Druck ganz massiv, dass er fluchtartig seine Heimat verlassen muss. Habe ich dir mal gesagt, dass ich dieses Wort ganz schrecklich finde? Flüchtling? Ja. Warum? Ich finde dieses Wort, das ist halt einfach schon erstmal diese Verniedlichung, Linge, also Däumlich. Flüchtlinge, dann ist es halt einfach genau, also im Endeffekt genau, ich habe da auch schon mehrere Sachen drüber gelesen und im Endeffekt die Menschen, die halt da von woanders weglaufen mussten, als Flüchtlinge zu bezeichnen, ist halt einfach... Es fühlt sich für mich einfach nicht mehr richtig an. Ich mag das Wort nicht. Also ich finde, es ist irgendwie verbrannt und es klingt, also erstmal finde ich es viel zu, es passt nicht. Also ich habe da jetzt auch ich kann dir kein besseres anbieten im Moment. Also jemand, der hier ist, der ist angekommen für mich, bitte erstmal. Und dann ist er kein Flüchtling mehr. Und ich weiß auch nicht, ich mag das Wort nicht, kann ich nur so sagen. Habe ich nicht das Problem. Mein Vater ist Flüchtling kein Migrant. Dein Vater ist Migrant. Das ist der Unterschied. Das Problem habe ich so nicht. Und ich erkenne die Bewegung doch sehr, sehr gut. Und genau das ist ja, dein Vater ist ja wirklich nach Deutschland gekommen, um die gute Ausbildung hier zu nutzen, dass er wollte. Er wollte eine gute Friseursausbildung bekommen. Das ist die Bewegung zu etwas hin. Mein Vater ist ganz klar 56 aus Ungarn geflohen, weil dort seine Heimat für ihn nicht mehr lebenswert war und hat dafür seine Familie zurücklassen müssen. Also deswegen, ich denke schon, wir brauchen den Unterschied. Also in einer korrekten Sprache brauchen wir die Bezeichnung mindestens für beides. Und wahrscheinlich könnte man auch sowohl Migranten als auch Flüchtlinge noch tausendfach unterscheiden. Aber ich habe keinen negativen Beigeschmack, auch wenn ich tatsächlich das Wort Flüchtlinge es nie als Verkleinerung empfunden habe. Wie gesagt, sind es für mich nicht kleine,
sondern es sind halt Leute, die auf der Flucht sind. So wie Füßlinge. Naja, aber. Naja, merkst selber, ne? Aber, also ich meine, guck mal, man könnte sie ja auch Flüchtende nennen oder geflüchtet. Ja, da wäre ich dabei. Da hätte ich nichts dagegen, ja. Ne? Also ich finde, Flüchtlinge klingt halt einfach schon, also das, diese Verniedlichungsform passt halt überhaupt nicht. Und jetzt würde mich mal interessieren, würde sich dein Vater selber als Flüchtling bezeichnen? Hat er, ja. Ja? Also würde er sagen, ich bin ein Flüchtling gewesen? Ja, 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 natürlich. Ja. Ich weiß nicht, ob es sehr bewusst ist, also ob er über diesen Term nachgedacht hat in dem Moment oder ob er, weil er ja einfach so auch behandelt wurde, also er ist gut behandelt worden übrigens immer als Flüchtling. Er hat nie negative Erfahrungen gehabt, er ist überall aufgenommen worden und war halt eine andere Zeit. Ist ja nach Österreich erst geflüchtet von Ungarn und hatte dann die Möglichkeit, musste sein Studium, wollte natürlich beenden. In Österreich selber waren zu der Zeit sehr viele ungarische Flüchtlinge, was für ihn der Hauptgrund war, nicht in Österreich zu bleiben. Er sprach von Kindesbeinen an Deutsch, also wäre Deutschland immer eine Alternative gewesen und auch hat er auch durchdacht, auch aufgrund der Musik, des musikalischen Hintergrundes Deutschlands. Also in Deutschland ist einfach die musikalische Kultur immer sehr groß gewesen und deswegen wäre das eine Option gewesen, dort weiter zu studieren. Er hat Musik studiert, ist Dirigent. Oder er konnte eben nach Italien gehen, weil dort auch die klassische Musik und auch die Ausbildung dann einfach sehr gut war. Für das hat er sich dann letztendlich entschieden, obwohl er diese Sprache vorher nicht sprach. Und aber auch, weil es sich dort einfach gute Optionen ergeben haben. Und doch, er hat gesagt, ja, er ist ein Flüchtling, er wurde auch Flüchtling genannt, aber er sagt auch, er hat keinen Tag Not gelitten. Ne? Also er ist mit einer Salami unterm Arm und einem Brot und einer Paprika, also wie soll ein Ungar sonst fliehen, als mit diesen drei Sachen, ist er tatsächlich über die Grenze gehoppelt. Keine lustige Geschichte. Und dann ist er aber überall immer sehr gut aufgenommen worden. Teilweise von offiziellen Stellen und teilweise auch von einem Netzwerk aus Freunden und Bekannten. Aber er würde sich als Flüchtling bezeichnen, das würde ich, denke ich, schon. Aber der Flüchtling ist natürlich etwas ganz anderes als ein ausgebombter Flüchtling, der aus Ostpommern nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen ist, obwohl das sogar deutsche Flüchtlinge waren, ja, ne? Oder als was ganz anderes, als vielleicht heute auch ein syrischer Flüchtling, der über die Landroute und dann Griechenland und so weiter und so fort bis nach Deutschland gelaufen ist. Also das ist natürlich, hat einen ganz anderen Aspekt. Ja. Gleichzeitig ist müsste ich nochmal drüber nachdenken. Gleichzeitig ist heute der Nationaltag der Unantastbarkeit des menschlichen Lebens. Der wird in den USA gefeiert. Ja. Und ich finde, diese beiden Tage sollte man ruhig mal im Zusammenhang sehen, weil ich finde, das geht manchmal ein bisschen verloren in der Diskussion. Wir haben schließlich Leute im Moment gerade in unserem Land, die es für möglich halten, Flüchtlinge oder Migranten an der Grenze zu erschießen. Wir haben Leute, die es für sinnvoll halten, um Flüchtlingsbewegungen aufzuhalten, Flüchtlinge oder und Migranten im Mittelmeer ersaufen zu lassen. Und ich finde, da sollte man diesen zweiten Tag der Unantastbarkeit des menschlichen Lebens sich nochmal ins Gewissen rufen und sagen, jawohl, wir brauchen Lösungen dafür, aber die Lösungen sind ganz bestimmt nicht, dass wir Menschen bewusst verrecken lassen oder ihnen die Hilfe verwehren. Diesen Drops müssen wir schlucken, auch wenn wir tatsächlich in dem Moment vielleicht auch Kräfte nähren, die wir gar nicht nähren wollen, nämlich Schleuserkräfte und so weiter. Das ist nicht der Hebel, an dem wir drehen können. Da müssen wir andere Hebel finden. Aber wir lassen nicht die Flüchtlinge ersaufen. Tja, das wäre mal schön, wenn man das in Kombination sehen würde. Oh, das sehen also, im Moment viele anders in Deutschland. Ich finde, du hast da grundsätzlich recht. Trotzdem muss ich dich jetzt leider ermahnen, dass du deine Recherche ein bisschen... Aber ich sag mal, das kann eigentlich gar nicht sein. Haben wir letztes Jahr auch am 20. Januar eine Folge aufgenommen? Geht ja eigentlich gar nicht, ne? Ich weiß sehr wohl, warum der am 20. Januar ist in den USA. Du meinst jetzt wegen dem Abortion-Thema. Ja.
Ja, aber das ist ja, das heißt ja nur die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens. Es ist ja nur das, warum der am 20. Januar liegt. Das ist ja wegen dieses Gesetzestextes, dass der oberste Gerichtshof war es in Texas, glaube ich, eine Sammelklage von Frauen abgewiesen hat, ab wann sie abtreiben dürfen, nämlich dann, dass das menschliche Leben unantastbar ist, sobald es eigenständig lebensfähig ist. Ja, aber wir haben noch diese Diskussion genau, also ich habe über den Tag haben wir auf jeden Fall gesprochen letztes Jahr. Das weiß ich nämlich, weil da habe ich dich nämlich aufs Glatteis geführt und du hast, und dann, weil es ist eigentlich ein Tag der Abtreibungsbefürworter. Der Abtreibungsgegner, Verzeihung, der Abtreibungsgegner. Also quasi die Abtreibung komplett verneinen. Jein. Das ist nicht ganz richtig. Es ist das stimmt. Es ist entstanden durch die Frage, darf man menschliches Leben antasten oder nicht? Das ist richtig. Und da hat aber selbst dieses Gericht in den USA gesagt, sobald der Fötus eigenständig lebensfähig ist. Vorher ist die Abtreibung erlaubt. Ja, also ich meine, das ist ja ein, ich würde sagen, darüber könnte man nicht nur eine Folge machen, wie weit man darüber diskutieren kann. Es ist halt ein unglaublich philosophisches Problem und wahrscheinlich, wer weiß, vielleicht sind wir auch medizinisch noch gar nicht so weit, vielleicht erkennen wir auch noch mehr, wie lebendig ein Kind schon ab dem ersten Tag ist und haben dann wieder ganz andere Meinung. Also ist ja, also eigenständig lebensfähig, genau, das muss man nämlich sagen. Also es geht nicht darum, dass er jetzt in den Supermarkt gehen kann und sich einen Schnitzel kaufen kann. Ja, genau, das kann er noch nicht. Aber es geht darum, dass ein Fötus lebensfähig ist. Und das lebensfähig bedeutet in diesem Sinne meiner Meinung nach Verstoffwechselung. Eine eigene Verstoffwechselung. Ich sage nur, meine Information ist, hier steht, der Tag wurde von verschiedenen US-Präsidenten ausgerufen, die sich gegen Abtreibung einsetzen. Richtig. Das war also. Ich glaube, Ronald Reagan war derjenige, der den ersten Nationaltag der Unantastbarkeit tatsächlich ausgerufen hat. Und es wurde an diesem Tag gemacht, weil im Jahre 1973 dieser Schiedsspruch des obersten Gerichtshofes der Vereinigten Staaten entschieden hat. Jetzt lese ich es nochmal vor, dass Schwangere ihre Schwangerschaft abbrechen dürfen, bis der Fötus lebensfähig wird. Erst danach darf der Staat das Verfahren der Abtreibung regulieren, allerdings nur so weit, dass zum Schutz der Gesundheit der Schwangeren nötig ist. So, das ist ja eine Regelung, die ähnlich ist wie die unsere. Und es ist natürlich richtig, und ich unterstütze auch die Diskussion, dass man nicht einfach Föten ins Feuer wirft wie Pinguine, sondern dass und auch man, Pinguine nicht und auch Pinguine bitte nicht, genau, sondern dass man sich Gedanken darüber macht, was man da gerade tut. Also das unterstütze ich zu volle Kanne, keine Frage. Trotzdem finde ich, die Unantastbarkeit des menschlichen Lebens ist ja nicht beschränkt nur auf den Fötus, sondern es ist, und so findet der Tag ja auch allgemein statt, sondern das heißt ja. Ich weiß nicht, wenn das so ist, aber deswegen, ich wollte jetzt auch nicht zu sehr Wortklauberei sein, also in dem Sinne, so wie er formuliert ist, wenn man ihn so versteht, wie unser Grundgesetz es denkt, vollkommen richtig und gut. Ja. Das waren auch schon die Tage, oder? Ja, von mir aus, ja, ich würde jetzt was raten wollen. Gedicht zum Beispiel. Ja. Dann brauchen wir ein Geburtstagskind, das am 20.01. Geburtstag hat, und zwar im Jahre 1920. Ich darf dir sagen, dass es sich um einen Herrn handelt. In zwei Jahren könntest du ein Geburtstagsgedicht über mich machen. Ach, ja, dann am zwei stimmt, Jahren haben wir am 22. Stimmt. Ja. Könnte ich machen. Wenn ich eine wichtigere Frau an dem Tag Geburtstag hat, dann müsste ich die annehmen. Das ist ja der. Du bist ein Sexist. Das weiß ich. Ja, klar, muss ich auch, sonst kommt man jetzt ganz raus. Also, los geht's. Gedicht. Nicht der Liebling aller, doch hochgeachtet von Experten. Nicht immer der Erfolg war ihm Beschein. Der größte aller Direktoren des Stiefels, Palmen, Löwen. Und auch Oscar-Nominierungen sind sein.
Ein Chef der Träume, eine Stadt der Frauen und der größte Frauenheld brachten ihm immer Respekt. Doch leider eben nicht immer Geld. Und das war's schon. Ja, ich glaube, ich werde es nicht raten. Es ist halt ein Regisseur aus Italien. Das ist vollkommen richtig. Hat er das süße Leben, La Dolce Vita hat er. Ja. Den? Und ich weiß den Namen nicht. Frederico also Fellini. Ja, okay, Fellini. Wenn du ihn sagst jetzt, ja, ich wäre nicht drauf gekommen. Ich habe gedacht, weißt du, das Schiff der Träume oder die Stadt der Frauen und auch Casanova hießen seine Filme immer Fellinis Schiff der Träume. Fellinis Stadt der Frauen und auch Fellinis Casanova. Und da hätte ich gedacht, dass du deswegen habe ich dir diese mitgegeben, weil das Dolce Vita hieß eben nur La Dolce Vita. Und deswegen habe ich dir die mitgegeben. Ja, also ich kenne den Namen Federico Fellini, kenne ich. Aber ich habe eben gemerkt einfach, ich wusste, wer es ist, aber der Name würde nicht kommen, das habe ich gemerkt irgendwie. Also super Gedicht wieder und nicht gelöst, aber nah dran gewesen. Ja, absolut. Federico Fellini, wirklich eine unglaubliche Menge an wahnsinnigen Filmen, sehr opulenten Filmen eigentlich gewesen, wurde insbesondere bei Casanova, da haben schon die Finanziers tausendfach ihre Gelder zurückgezogen und er hat immer wieder es geschafft, dass die nachschießen. Da haben die Produzenten schon allen Mitwirkenden des Filmes gekündigt und er hat es dann doch noch geschafft und hat ein wahnsinniges Filmdings da irgendwie rausgebracht, was keiner verstanden hat. Also ganz schrecklich eigentlich. Er wollte irgendwie einen Film schaffen, wo er sagt, das ist so das Optimum an Film. Und er ist natürlich einer der großen Autorenregisseure Italiens, also schlicht und einfach nicht nur Filme gedreht, sondern auch die Geschichte selber geschrieben. Also, großer Mann, gar keine Frage. Hast du die Filme gesehen? Ja, das Schiff der Träume habe ich gesehen, die Stadt der Frauen habe ich gesehen, La Dolce Vita kenne ich und den Casanova kenne ich auch. Und es gibt viele andere Filme, wo ich heute gemerkt habe, als ich das Gedicht geschrieben habe, dass ich die nicht gesehen habe. Okay. Ja, ich habe nichts von ihm gesehen, deswegen, das ist, ich hatte mal so eine Phase, habe ich mir auch ein bisschen ältere Filme angeguckt, aber es ist nicht so wie bei Musik, wo ich mich wirklich auch immer noch in ältere Gefilde reinwage. Ja. Bei Filmen fällt es mir doch oft schwer, weil ich finde halt, dass Filme im Gegensatz zur Musik sich doch extrem weiterentwickelt haben, also sowohl einfach von der Technik, als auch von der Erzählstruktur. Ich finde, es ist schwierig, oft an alten Filmen was zu entdecken, wo man denkt, ja, das ist besser oder das hat was. Also das Einzige, was ich wirklich bei alten Filmen ganz gut finde und wenn man halt selber Filme machen möchte, ist natürlich ganz cool, wenn man sich dann so Filme aus den, ja, sag mal, 40er, 50er, 60ern anguckt, weil die halt natürlich nicht also ähnliche Möglichkeiten hatten, wie man jetzt als Privatmann fast und damit das Beste gemacht haben teilweise. Also ich meine, gut, wir können jetzt nicht wie bei Kleopatra ein Heer von Sklaven aufmarschieren lassen, aber also ich könnte das schon, aber die FIFA kann das doch auch. Die FIFA könnte das, aber so halt wie die Überblendungen gemacht haben, obwohl selbst das heute schon natürlich mit Computerprogrammen ja viel besser geht. Heute bist du der Tee-Eingießer. Ja, ich wollte gerade sagen, hören Sie mich mir ganz gemütlich an. Ich würde jetzt eigentlich gerne im Hintergrund so Gitarrenmusik haben, wo sie so bringen und sagt, wir von Patrice Tee achten darauf, dass unsere Blätter handverlesen und persönlich sonnengetrocknet werden. Und im Hintergrund hörst du diese Gitarre passen. Und damit auch sie mit jedem Schluck Sonne im Herzen trinken. Finde ich gut. Wir hatten ja auch mal überlegt, für Produkte Werbung zu machen, die wir gut finden. Ne? Also so quasi so Weltverbesserungsprodukte hatten wir, glaube ich, mal gedacht. Aber ja, gut. Dazu gehört natürlich auch der Patrice-Tee. Dazu gehört natürlich auch, Patrice Corporate. Wir beuten unsere Tee-Kinder nur mit eigenen Händen aus. Ja, eben. Ganz genau, richtig. Nein, ist wunderbar. Dann sind die von der Straße weg und machen keinen Unsinn. Und rappen nicht oder so schlimme Sachen. Was für historische Sachen sind dir aufgefallen? Ja, mir ist aufgefallen, am 20. Januar 1922
Da wurde im Ersten Weltkrieg wurde der Pazifistische Bund Neues Vaterland gegründet. Huch. Und dem standen unter anderem, das klingt, Neues Vaterland klingt ein bisschen härter als es ist. Das sind wirklich eine Vorbewegung von Bewegungen wie heute Amnesty International. Und auch hat dann auch dazu geführt, die UNO mitzubegründen. Und dazu gehörten Albert Einstein, Stefan Zweig und Ernst Reuter. Vorbild war die französische Liga für Menschenrechte. Und die wurde dann auch in Deutsche Liga für Menschenrechte umbenannt nach dem Ersten Weltkrieg. Aha. Und Albert Einstein finde ich, ich habe letztens auf Amazon eine Serie über ihn gesehen. Genius heißt das, kann ich sehr empfehlen. Okay. Möchte auch, habe ich glaube ich auch schon mal in einer Folge gesagt, mehr über Albert Einstein lesen. Unglaublich spannender Mann, gerade auch politisch sehr weitsichtig, finde ich. Also ist ja ein ganz überzeugter Pazifist gewesen, hat ja auch mutig seine deutsche Staatsbürgerschaft abgegeben, hat in der Schweiz dann gelebt als junger Mann und hat sich als Weltbürger bezeichnet. Hat dann die deutsche Staatsbürgerschaft wieder angenommen, damit er in Deutschland unterrichten konnte, weil er dann einen Dozentenplatz angeboten bekommen hat, den er dann halt auch bis in die Nazi-Zeit noch rein hatte. Und dann ist er nach Amerika geflüchtet, wo man auch wieder sieht, wie ich auch immer nicht verstehe, wie unmenschlich sowieso, aber wie dumm, sich gegen eine Menschengruppe zu richten, wo man halt immer auch unglaubliche Köpfe verliert. Also mal von der Unmenschlichkeit irgendeine Menschengruppe, aber wenn man allein die Menschen, diese hochgradig talentierten Menschen, die Deutschland durch die Judenverfolgung verloren hat, also mal rein pragmatisch, das kommt ganz, ganz, ganz weit hinten. Aber auch, also was für hochgradig talentierte Menschen da nach Amerika rübergewandert sind, unter anderem Einstein. Aber wie gesagt, spannender Mensch, der wohl dann im Privaten so seine Ecken und Kanten hatte. Aber ja, ganz spannender Mensch und wie gesagt, also sowohl in seinem Kernbereich, aber auch politisch sehr weitsichtig. Absolut. Und die Sache, die du sagst, ist natürlich vollkommen richtig. Es war ein wahnsinniger Aderlass für Deutschland. Es gibt kaum jemanden, der Deutschland insgesamt so geschadet hat, wie es natürlich die Nationalsozialisten waren, auch als eben Industrieland, als Entwicklerland und so weiter, durch diese vollkommen bescheuerte Politik der Ausgrenzung von bestimmten Menschengruppen. Es waren ja nicht nur die Juden, natürlich hauptsächlich, war natürlich die größte Opfergruppe, so wollte ich sagen, ja. Aber es bleibt immer von großer Doofheit. Nee, sehr, sehr interessant, sehr spannend. Jetzt mache ich einen kleinen gedanklichen Sprung, aber das ist halt auch was mich halt immer so an diesem neoliberalen Denken total aufregt und auch an Menschen, die halt so, kein Ständedenken haben, aber so, ja, wenn Reichere, die sollen, ist es ja okay, wenn Reichere dann eine bessere Bildung bekommen oder so. Also zum Beispiel für mich gehören Privatschulen verboten. Absolut. Weil ich finde es halt für ein Land, ist es das Logischste, allen die gleichen Startvoraussetzungen zu geben, weil eben nicht der reiche Jurist ein intelligentes bekommt und der arme Hartz-IV-Empfänger ein dummes Kind, sondern genau umgekehrt kann es sein. Und dann ist es halt aber so, dass der arme Hartz-IV-Empfänger ein intelligentes Kind bekommt, was wahrscheinlich aber trotzdem null Chance, also es gibt ja, es ist ja nachgewiesen, dass unser Land wirklich auch leider keine Durchlässigkeit hat in dem Maße, wie es eigentlich richtig wäre. Und das schadet unserem Land ja. Also das muss man ja so sagen. Also AfD, patriotisch, Chancengleichheit, meine Lieben. Denn das schadet unserem Land, wenn ein armes Kind geboren wird und das eben nicht an die Bildungschancen rankommt und dann vielleicht nicht den nächsten Physik-Nobelpreis für Deutschland einheimsen kann. So, liebe FDP, liebe AfD, verabschiedet euch aus dem Bundestag, dann bin ich glücklich. So.
Ja, das ist, ist natürlich eine andere Interessenvereinigung, weißt du? Es wollen diejenigen, es geht auch nicht um Wissen und es geht auch nicht um Fähigkeiten, sondern es geht um Einfluss und es geht um Macht und der soll gesichert werden. Und dadurch machst du dir Elitekader auf, die ja nicht unbedingt immer die Besten hervorrufen, aber die erfolgreichsten innerhalb des Systems. Und die erfolgreichsten deswegen, weil sie eben bestimmte Startvoraussetzungen haben. Das haben wir in Deutschland noch nicht besonders stark, aber es wird stärker und ich gebe dir hundertprozentig recht. Bildung ist ein Grundrecht, das uns allen zur Verfügung stehen muss und wir richtig investieren müssen. Also richtig. Ich rede davon, dass wir eher nur 5 Schüler pro Lehrer brauchen, um schlicht und einfach wirklich gut hier zu arbeiten, um hier ein Land auf die Beine zu stellen, wo wir richtig innovativ in die Zukunft gehen. Ich rede von richtig Geld in die Hand nehmen. Und nicht diese Roboter erfinden, die am Ende von jedem Monat in irgendeiner Weise dir 14 Daten aus dem Geschichtsbuch wiedergeben können und keinen Transfer verstanden haben. Die Industrie beschwert sich massiv, dass mittlerweile sie mit den Schülern nichts mehr anfangen können, weil die nicht mehr, es hat sich derart verschlechtert. Und gleichzeitig sind ja die Noten so viel besser geworden. Und da gibt es aber auch Diskussionen drüber, ne, dass die Noten zu gut sind. Also sowieso. Natürlich, ne? Also viel genau, zu gut. Ja. Viel zu gut. Also der Schnitt hat sich massiv um fast 2 Noten verbessert. Und zwar seit 1996. Das bedeutet, jemand, der 1996 Abi gemacht hat mit einem 3er, hätte jetzt ein 1,5er Abi gemacht. Und wer damals ein 1 hatte, würde jetzt auf den Uranus fliegen. Wäre auf jeden Fall schulisch gesehen, hätte der überhaupt kein Problem. Der würde durchfliegen einfach. Ja. Und das ist natürlich, es ist wirklich die Zukunft. Aber wenn du natürlich, und das habe ich damals auch schon erlebt, eine bestimmte Gruppe von Leuten hast, die wollen dann halt, dass ihre Kinder auf jeden Fall auf die Universität kommen und dies und jenes und so weiter. Und dazu brauchen sie ja nur den Schein. Das Abitur als Eintrittskarte, dann brauchen sie halt eine Uni oder eine Schule, auf der das gewährleistet wird. Und dann gibt es auch die echten Elite-Universitäten, die gibt es auch, in die du dich einkaufen musst oder Stipendien brauchst. Und das geht nicht. Das geht nicht. So funktioniert eben Bildung nicht. Bin voll bei dir, aber ist ein Nebenkriegsschauplatz. Ist dir historisch wie ein Nebenkriegsschauplatz? Ich finde das ziemlich essentiell. Aber egal. Ist dir noch was? Gleich zu dem, wo du hergekommen bist, historisch meine ich nur. Achso, ja, genau. Ich wollte gerade, ist dir noch was hysterisch aufgefallen? Aber ist dir vielleicht noch was historisch aufgefallen? Für mich persönlich ist heute ein ganz wichtiger Tag, denn 1885 hat Lamarcus Abner Thompson die erste realisierte Achterbahn patentieren lassen. Und ich liebe Achterbahnen. Wenn wir in Hamburg Dom haben, für alle Nicht-Hamburger, der Dom ist das Volksfest hier in Hamburg, das 3-mal pro Jahr stattfindet und jeweils einen Monat ist. Also wir haben praktisch ein Vierteljahr Rummel hier immer. Und wenn ich da vorbeifahre und ich sehe, da ist eine gute Achterbahn, dann parke ich kurz mein Auto, gehe über den Dom, löse ein Ticket für die Achterbahn und fahre Achterbahn. Und dann fahre ich wieder weiter, weil ich Achterbahn fahren so liebe. Und das ist heute passiert. Die erste ist patentiert worden. Also für mich ist das nicht so ein wichtiger Tag, weil ich freiwillig noch nie in eine Achterbahn reingegangen bin und ich kann mir auch Stand jetzt kein Szenario vorstellen, bei dem nicht sehr viel Geld fließen würde, dass ich da reingehen würde. Ah, das ist großartig, weil du mich ja vorhin nach meinen Wünschen bezüglich P-Day gemacht hast. Und ich würde gerne eine Episode in der Achterbahn aufnehmen. Oh Gott, nein, das wäre die Hölle. wo wir durchgehend Achterbahn fahren und wir dabei eine Stunde lang so warten. Ich wette, danach willst du auch nichts anderes mehr. Nein, mir wird gerade schlecht, nur weil du es sagst. Ich muss schnell zu einem anderen Ereignis, aber da wird mir auch schlecht. Und zwar, was ist das ein anderes Ereignis? 1942 am 20. Januar, da wird mir eigentlich noch viel, viel schlechter, hat die Wannsee-Konferenz stattgefunden. Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Vielleicht erklärst du ganz kurz, was da genau beschlossen wurde. Ja, also die Wannsee-Konferenz ist halt historisch gesehen rückblickend der Punkt, wo wirklich die Judenermordung, wie sollte man sagen, der Holocaust beschlossen wurde. Die Endlösung. Also es ist, wo so wurde sie genannt von den. Genau, die Endlösung, wobei man, also es wird da ja immer noch historisch dran geforscht und es gibt halt eigentlich keinen genauen Punkt, wo man sagen kann, da fängt das an.
Also da haben die Nazis endgültig, es hat sich halt so verselbstständigt. Aber die Wannsee kommt. Der Mord wurde dort beschlossen, 1902. Der wurde dort beschlossen, genau. Und wenn man sich damit ein bisschen auseinandersetzt, dann ist das ganz, ganz gruselig. Ich habe mir, also man muss sich das halt mal vorstellen, die saßen da halt, das war halt, ist halt eine schöne Villa gewesen. Die ganz viele Kader, Nazi-Kader waren da. Ich glaube, Hitler war nicht da. War der mit dabei? Nein, ich bin Hitler war nicht selber dabei, ne? Aber genau, und die haben da, ich glaube, mehrere Tage, ne? Waren es 2-3 Tage? Ich weiß gar nicht. Die haben darüber diskutiert. Und die haben darüber halt diskutiert, wann ist jemand ein Jude? Und wann ist jemand, also, ist jemand, der halt nur einen jüdischen Vater hat, ist der auch schon, also die haben an dem Tag entschieden, wirklich, also sehr deutsch, also im negativen Sinne sehr deutsch. Ich finde auch sehr vieles positiv, dass man halt Regeln findet und aber die haben darüber wirklich diskutiert und Normen und Regeln gefunden. Ja, wie man, und der Eichmann, dafür ist der dann ja auch, darüber könnte man ja auch eine eigene Folge machen, Adolf Eichmann, wie er von den von Israel dann irgendwann gefunden wurde und verurteilt wurde. Aber entführt. Ja. Ja gut, gefunden, er musste ja erstmal gesucht werden. War ja nicht. Ja, das war's. Genau, also Südamerika. Argentinien, genau. Aber das ist nochmal was anderes. Aber genau, ich finde, man muss sich, es hilft nicht, also es reicht nicht, wenn man das einfach so liest. Man muss sich einfach wirklich mal bewusst machen, wie die wahrscheinlich auch im Scherz da und teilweise auch hitzig über so Kleinigkeiten diskutiert haben, wo sie die Linien verschoben haben, wer in die Todeszone kommt. Ja. Und das muss man sich halt einfach mal bewusst machen. Also das wäre so, also nur krasser zu sagen, dass man halt darüber diskutiert, also klar, aber dass man, wenn die Menschen sich da hinsetzen würden und sagen würden, ja, also nur Schwarzhaarige sterben, aber ich finde, Braunhaarige kommen auch noch dazu. Ach nee, die Blonden, die lassen wir raus. Also ab wie viel Prozent braune Haare ist man blond? Oder? Genau. Ja, ne? Und das haben die ganz ernst genommen. Also ja. Natürlich haben sie es ganz ernst genommen, ja. Aber da merkst du, wie perfide und wie krank dieses System war. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Also und man kann auch nicht oft genug sagen, dass das keine Bestien waren, sondern Menschen. Ja. Und deswegen würde ich hier gerne nochmal auch, dass jeder mit sich selbst einfach da nochmal irgendwie auch ins Gericht geht und mal überlegt, wann er selber dazu vielleicht tendiert, nicht in dieser hochradikalen Form, aber bestimmte Werte zu über Bord zu werfen, weil der Zweck die Mittel heiligt oder weil es ein höheres Ziel zu erreichen gibt. Und jetzt spreche ich nochmal etwas an, über das wir vorhin schon gesprochen haben, nämlich über diese Aussage, in letzter Konsequenz müsste man die Grenzen natürlich auch dadurch schützen, dass man auf Leute schießt. Das wird für ganz, ganz viele Menschen wird das plausibel klingen. Und das ist genau der Punkt, an dem hier auch die Nazis waren. Wie werden wir mit einer bestimmten Gruppe von Menschen fertig? Wie entfernen wir sie? Oder lassen wir sie leben? Oder bringen wir sie um? Und wie machen wir das Ganze? Und das ist genau die Frage, wo man sich stellt, kann es ein Ziel geben, das so vorgelagert ist, dass wir andere Menschen umbringen? Kann es das geben? Das lassen wir mal so stehen. Ja, genau. Das sollte man als Gedankenspiel für sich mal durchspielen. Ja, fertig. Und ich bin gespannt, auf was für Ergebnisse man kommen kann, wenn man das durchdenkt. Aber es ist auch was Gutes geschehen in diesem, an diesem Tag. Viele, viele, viele Jahre später, nämlich 2009, ist nämlich Barack Obama als erster Afroamerikaner, sagt man ja, genau, zum Präsidenten der Vereinigten Staaten vereidigt worden. Was ja nicht ganz richtig ist. Ja, er ist gewählt worden früher, aber er ist vereidigt worden am 20. Nee, das meine ich nicht. Ich finde, das ist halt, das ist mir auch vorher gar nicht so bewusst gewesen, aber er wird immer als erster afroamerikanischer Präsident bezeichnet. Er ist aber der erste halb weiße, halb afroamerikanische Präsident. Das ist, finde ich, schon ein Unterschied. Du meinst, okay. So habe ich das nie gesehen, ehrlich gesagt. Also
Ich finde sowieso die Betonung zu stark darauf. Wir haben ja in Deutschland auch immer noch unsere erste Bundeskanzlerin im Amt. Und ich fand die Betonung, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann war, doch überhaupt nicht merkbar, oder? Naja, jetzt haben wir jetzt aber, also jetzt haben wir sie ja auch 13 Jahre. Nein, nein, aber ich meine, also am Anfang schon. War es denn zu merken, dass Barack Obama ein Afroamerikaner ist, also afroamerikanische Abstammung? Also positiv, ne? Also dass er halt sich bestimmt dann, mit anderen Themen auch auseinandergesetzt hat, oder wie meinst du? Also ja, gab es einen kausalen Zusammenhang zwischen seiner Herkunft, also der Hautfarbe vielleicht seines Vaters, seiner Mutter und die Hautfarbe seiner Frau von mir aus auch, also ja. Und auch einer Kultur vielleicht, in der er groß geworden ist, zu seiner Politik? Ich denke, nein, sage ich dir ganz ehrlich. Also wenn du damit jetzt Trump vergleichst, dann würde ich schon sagen, ich denke, ja. Jetzt bin ich beleidigt, weil ich bin Weißer und dann bin ich ja gerade im gleichen Töpfchen. Du meinst, du bist ein alter weißer Mann. Der auch, du auch. Alter weißer Mann. Ja, aber ich bin nicht so verbittert wie Herr Trump. Aber das ist der, aber da, das habe ich vielleicht mit Herrn Trump gemeint, weißt du? Ich glaube auch, der hat auch alle paar neue Ideen und findet die auch immer richtig geil. Also ja, ja. Also Impulskontrolle ist nicht das, was Herrn Trump und auch nicht dich irgendwie als erste Eigenschaft. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Ja. Aber weißt du was? Ich glaube, ich möchte, mein Sohn ist klar, verlangt. Hört man den, ne? Ja, genau. Ganz leise nur. Ganz schnell jemanden die Stirn bieten. Das hätte ich noch bei, ne, also ja. Bei deinem Gedanken vorher. Also ich denke, man sollte Menschen, die Menschen auch in unserem Staat, die fordern, dass man Leute erschießt oder wie auch letztens sogar von der AfD sogar die Todesstrafe wieder mit ins Spiel gebracht wurde, ja, denen sollte man die Stirn bieten. Woher kommt das? Du hast 60 Sekunden Zeit, mir Ja-Nein-Fragen zu stellen. Geht es tatsächlich um die menschliche Stirn? Ja. Geht es um irgendeine Art von Kampf, wo man vielleicht zwei Stirnen aneinander gedrückt hat? So ein Kräftemessen? Nein. Hat man, also Stirn ist ja vorne, ne? Also das heißt, dass man sozusagen sagt, ich schaue mit den Augen auf meine Gefahr sozusagen. Also das heißt so von wegen, ich begrüße eine Gefahr, eine Konfrontation frontal von vorne. Nein. Also, das ist nicht. Also die Stirn bieten. Kommt es irgendwo vielleicht so aus dem Fechten oder so etwas? Nein. Kommt es aus sonst irgendeiner Kampfsportart oder dem Duellieren? Genau, es kommt aus dem Schach. 10 Sekunden Zeit. Es kommt aus dem Schachspiel. Nein. Nein, genau richtig. Pasta kochen? Nein, jetzt die Lösung, bitte. Ganz genau. Also, es war in der Zeit, als man hauptsächlich sich an Karneval von Krapfen ernährt hat und man irgendwann immer gewusst hat, verdammt nochmal, in einem dieser Krapfen ist Senf drin. Und um rauszufinden, welche mit Senf ist, hat man die sich einfach gegenseitig auf den Kopf gestellt. Und dazu brauchte man immer Freiwillige, die übrigens meistens Besoffene waren. Und dann hat man gesagt, komm, biete mir die Stirn, damit ich dir den auf den Kopf knallen kann. Und mit Glück hatte man relativ früh den mit Senf dabei, da konnte man den Rest unbedacht und essen. So war's. Ich würde das ein bisschen stehen lassen. Genau. Na gut, ich lese es mal kurz auf. Es ist aber wieder in der B-Note unglaublich gut. Also wenn man jemanden die Stirn bietet, vertritt man in einer Auseinandersetzung seine eigene Meinung. Man hat also den Mut, sich zu widersetzen. Die Redewendung geht auf die indogermanische Sprache zurück. Denn das Wort Stirn entwickelte sich aus der indogermanischen Wortwurzel Ster, was so wie heißt wie steif oder starr. Also dementsprechend, man vertritt seine Meinung steif, starr. Durch die Frontale dem Gegner zugewandte Ausrichtung, jetzt habe ich dich doch. Und wegen ihrer Härte gilt die Stirn auch heute noch als Sinnbild des Widerstands. Klingone. Ich habe dich ein bisschen abgelenkt, verzeih mir. Aber ja, wieder was dazugelernt. Ich gehe mal zu meinem Sohn. Ich wünsche euch eine schöne Woche und feiert mich am 22. Das machen wir. Alles klar, mach's gut. Bis dann. Tschüss.